Hallo, liebe Kinder, willkommen im Bibo-Leseraum. Da sind wir wieder. Ich bin der Bibo und das da ist der Ludger. Willkommen. Wir haben euch wieder ein neues Märchen mitgebracht. Was ist diesmal, Bibo? Ja, was ist diesmal? Ja, auch ein altbekanntes, nämlich Rothemdchen. Nee, das bist du. Rothemdchen. Käppchen, natürlich. Ja, genau. Rotkäppchen. Ein rotes Käppchen habe ich nicht. Aber ihr kennt es bestimmt, ne? Rotkäppchen, ganz berühmt. Ja, und dazu hat die Stefanie Elsberg wieder tolle Bilder gemalt. Die Sonja Röcker, die zeigt ihr euch jetzt und hat dazu eine tolle PDF gemacht. Also los geht's. Genau. Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Einmal schenkte sie ihr ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihr das so gut stand und sie nichts anderes mehr tragen wollte, hieß sie Rotkäppchen. So kann es einem gehen, ne? Hat man mal was, einmal was an und dann denken alle, man muss das immer anziehen. Naja, ich glaube, ihr hat es gefallen. Ja, deswegen hat sie es getragen. Machst du ja vielleicht auch manchmal. Na gut. Eines Tages sprach die Mutter zu ihr: Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter. Hinaus in den Wald. Sie ist krank und schwach. Und wird sich freuen. Lauf mir aber keineswegs vom Weg ab. Verstehst du mich? Tja, die Großmutter wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihr... Aha, ihr wisst schon, Kinder, ne? Genau, begegnete ihr der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Naja, Wölfe sind vielleicht nicht immer böse, ne? Kinder, habt ihr vielleicht schon gehört, dass es jetzt wieder Wölfe gibt im Schwarzwald? Ne? Muss man natürlich vorsichtig sein. Aber eigentlich sind es ja auch nur Tiere, ne, die was fressen wollen und so und vor Menschen ganz viel Angst haben. Genau. Respekt, ne, sollte man gegenseitig haben. Aber der Wolf sieht schon ziemlich böse aus, oder? Naja, das stimmt. Also, wie geht's weiter? So geht's weiter. Guten Tag, Rotkäppchen. Wo hinaus so früh? Sagte der Wolf. Hm? Ja, genau. Zur Großmutter. Was trägst du unter im Körbchen? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke und schwache Großmutter damit stärken. Der Wolf dachte bei sich, das junge, zarte Ding, das ist ein Leckerbissen. Die wird noch besser schmecken als die alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her. Dann sprach er: Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Ist aber echt ein listiger Wolf, ne? Will er das Rotkäppchen zum Blumenpflücken schicken, ja? Damit er in Ruhe die Großmutter schnappen kann. Vermute ich auch, ne? Rotkäppchen dachte sich: Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Na, siehst du, sie fällt drauf rein. Ne? Es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme. Der Wolf aber ging geradewegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Tür. Wer ist draußen? Sagte die Großmutter, ne? Rotkäppchen, ich bringe Kuchen und Wein, ich komm rein. Der Wolf drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie im Ganzen.
Dann tat er ihre Kleider an. So was Gemeines. Setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu. Meine Güte, echt. Was für ein schlauer Wolf. Aber das wisst ihr natürlich schon, Kinder. Ob Rotkäppchen da wohl auch drauf reinfällt? Irgendwie sieht der Wolf nicht wie Großmutter aus, oder? Mal sehen. Rotkäppchen aber war nach den Blumen herumgelaufen und als sie so viel zusammen hatte, machte sie sich auf den Weg zur Großmutter. Sie wunderte sich, dass die Tür aufstand und dachte sich, Hey, du mein Gott, wie ängstlich wird mir es heute zumute und bin sonst so gerne bei der Großmutter. Darauf ging sie zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah trotzdem so wunderlich aus. Also, sie hat schon Verdacht, ne? Und darum fragt sie jetzt, Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bett und verschlang auch das arme Rotkäppchen. Oh, Mann, Mann, oh Mann, oh Mann. So was. Kinder, wie kann das jetzt gut ausgehen? Märchen sollen doch immer gut ausgehen. Das sieht aber nicht gut aus. Ja, mal sehen. Ne? Ciao, wer ist denn da? Mal gucken. Wie der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Das wird ihm wahrscheinlich zum Verhängnis, ne? No. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht. Du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Da trat er in die Stube und wie er vor dem Bette kam, so sah er, dass der Wolf darin lag. Finde ich dich hier, du alter Sünder, sagte er. Ich hab dich lange gesucht. Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Schoss nicht, sondern nahm eine Schere, fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Das war doch mal ein schlauer Jäger, ne? Nach ein paar Schnitten sprang das Mädchen tatsächlich heraus und rief, Ach, wie war ich erschrocken, wie war es so dunkel in dem Wolf, seinem Leib. Und dann kam auch die alte Großmutter noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und umfiel. Das geschieht ihm recht, ne? Irgendwie, ja. Da waren alle drei vergnügt. Der Wolf natürlich nicht, ne? Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab. Jetzt geht's ihm an den Kragen. Jetzt ist ja vielleicht auch nicht so ganz. Toll. Und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber dachte, Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat. Ja, er hört das Kind an, ne? Das kann schon gefährlich sein, ja. Also, ja, na, der Wolf hat sein Fett abgekriegt, ne? Aber, naja, wie schon gesagt, ne, sind nicht alle Wölfe so böse. Also so groß Angst braucht ihr nicht zu haben. Aber es ist ja auch eben eine
Geschichte nur. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.